Macht ist heute nicht mehr nur Führungskräften vorbehalten. Im Gegenteil, um heute im besonders wettbewerbsorientierten Umfeld bestehen zu können, ist der Umgang mit Macht ein unerlässliches Werkzeug zum Erklimmen der Karriereleiter. Auf der diesjährigen Bundestagung der Jungen Wirtschaft treffen wir Christine Bauer-Jelinek. Sie leitet unter anderem das Institut für Machtkompetenz in Wien und erklärt, wie das Werkzeug Macht auch verantwortungsvoll eingesetzt werden kann und warum es heute auf allen Karrierestufen nahezu unerlässlich ist. Es war lange Zeit viel partnerschaftlicher, vor allem als noch halbwegs Vollbeschäftigung geherrscht hat, konnte sich jeder weitgehend entwickeln, man konnte die Dinge ausdiskutieren, man konnte friedlich verhandeln, während jetzt ja sowohl für die Unternehmer und Unternehmerinnen auf dem Markt alles viel enger wird und man schauen muss, dass man sich positioniert und überlebt. Und die Mitarbeiter haben auch ständig das Damoklesschwert über sich, werde ich einen Job finden? Und es ist alles nicht so einfach, wie wir das mal gewöhnt waren und gelernt hatten. Da spricht man offen an und da verhandelt man freundlich und es wird für beide eine Win-Win-Situation sein. Das alles ist nicht mehr. Die Machtspiele haben deutlich zugenommen. Es ist mir wichtig, ich muss überleben. Und damit nimmt die Solidarität deutlich ab, dass die Aggression steigt und die Kampfbereitschaft steigt. Und damit muss man umgehen können. Und Menschen, die nicht von vornherein so durchsetzungsstark sind, die müssen das lernen wie eine Fremdsprache. Die so gleich sich durchsetzen, die sind eh vorne dran. Aber die anderen, die oft wirklich sehr wertvolle Mitarbeiter oder auch Unternehmer sind, die kommen da unter die Räder. Und da geht es darum, denen bewusst zu machen, dass es hier einfach um andere Verhaltensweisen geht als noch früher und dass das nicht böse sein muss, dass man seine Machtkompetenz und seine Machtansprüche ja auch mit Verantwortung austragen kann. Das heißt ja nicht, dass jeder seine Macht missbrauchen muss oder nur noch mit Ellbogen und über Leichen geht. Aber man muss schon etwas mehr sportlicher an die Herausforderungen herangehen. Gut sein in dem, was man tut, sowohl in der Sachkompetenz als auch in der Kommunikation, ist eine Grundvoraussetzung. Das ist ungefähr so, wie dass man erwartet, dass ein Auto Räder hat und einen Motor und fährt. Die Vorstellung, es genügt gut zu sein, die hindert ja viele Frauen am Fortkommen. Denn die haben meistens die Sache im Fokus. Und noch das Beziehungsgeflecht im Sinne von Respekt und sich wohlfühlen. Machtkompetenz heißt aber auch Konkurrenz. Das heißt, darauf zu achten, wer überholt mich gerade, wer schwächt mich, wer verhindert meine Projekte, wer ist beim Vorgesetzten ständig dran und hat dadurch mehr Kontakte. Frauen, vor allem dann, wenn es um die gläserne Decke geht, die müssen mehr drauf haben, als einfach nur in der Sache gut zu sein. Männer lernen diese Machtspiele und Konkurrenz traditionell aufgrund der unterschiedlichen Erziehung immer noch schon von der berühmten Sandkiste an. Sie spielen andere Dinge, sie sind in anderen Sportarten aktiv, sie messen sich immer mit besser, schneller, höher. Das hat auch eine biologische Komponente, auch wenn das immer wieder bestritten wird, was nicht heißt, dass die Mädchen das nicht könnten. Aber dazu müssen sie angeregt werden. Die Jungs müssen zu partnerschaftlichem Verhalten angeregt werden, wenn sie in den neuen Teams reüssieren wollen. Und die Mädchen müssen zu mehr Biss im Besser-Sein-Wollen angeregt werden. Beides braucht man heute. Also die Geschlechter kommen nicht mehr mit ihren traditionellen Rollenverhalten heute durch die Berufswelt. Sie müssen beides können. Die Frage ist, was wollen Sie erreichen? Aha, naja, ich möchte mehr Geld. Na gut, wie viel Geld wollen Sie mehr? Wann wollen Sie mehr? Was würde noch funktionieren, wenn es nicht Geld ist? Was wäre der Plan B? Zweiter Punkt ist, wie bin ich legitimiert? Verantwortung. Sind meine Ansprüche gerechtfertigt? Gerade Menschen, die sehr selbstreflexiv und verantwortungsvoll sind, müssen sich darüber gut Rechenschaft geben. Weil sonst haben sie immer das Gefühl, sie dürfen das nicht tun. Und wenn man das Gefühl hat, man darf etwas nicht tun, dann hat man nicht die Power, sich durchzusetzen. Man muss wissen, wer ist das Gegenüber? Da gehört schon mal Beobachtung dazu, Recherche dazu. Und jeder Mensch hat andere Schwachpunkte oder andere Vorteile. Man muss wissen, wie beim Tennisspielen, ist der gut bei der Vorhand oder bei der Rückhand. Dann muss man sich überlegen, was habe ich denn überhaupt für Werkzeuge, wo bin ich denn gut? Bin ich argumentativ gut oder habe ich etwas anzubieten in der Verhandlung? Und was mache ich, wenn das alles nichts nützt?
kann ich kämpfen oder muss ich dann sagen, na gut, das war nichts, dann muss ich halt es anders versuchen oder etwas anderes versuchen. Den wichtigsten Tipp, wenn man sich beginnt mit der Machtkompetenz zu beschäftigen, ist, fragen Sie sich, was Sie wollen. Und dann fragen Sie sich, wer was dagegen hat.